des gepflegten Modellbaus. Hier ist wieder euer Mattes. Und viele kennen das ja schon, wenn ich vor der Kamera sitze, dann kommt was Besonderes. Und es ist auch was Besonderes gekommen. Bei eBay Kleinanzeigen habe ich hier was gefunden, was in diesem Paket hier drin ist. Ich habe, wie gesagt, noch original verpackt, noch nicht ausgepackt. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Denn was hier drin ist, ist ein bisschen was Emotionales auch für mich, weil mit dem, was hier drin ist, bin ich regelmäßig dann auch gefahren. Und regelmäßig meine ich dann auch täglich, nämlich in meiner Hamburger Zeit, wo auch das Moin herkommt. Das kann ich mir einfach nicht abgewöhnen. Und ich spanne euch nicht auf die lange Folter. Das packen wir jetzt zusammen aus. Und es ist mal nicht von McLean. Großes Päckchen vorsichtig auspacken. Und es kommt zum Vorschein, Verpackungsmaterial. Ja, ich habe Verpackungsmaterial gekauft. Also, gut eingepackt hat der Kollege das. Und ich habe ihm ja versprochen, es kommt in gute Hände. Und ich hoffe, er sieht das Video. Ich werde ihm auf jeden Fall einen Link schicken. Ja, ein bisschen Spannung muss noch sein. So, mal gucken, wo hier unten und oben ist. Ich glaube, das hier könnte unten sein. Ja. Die Spannung steigt. Ein Kaufbeleg ist hier drin. Den lassen wir mal verschwinden. Zurüstteile. Und hier kommt das gute Stück. Es ist ein Modell der Hamburger U-Bahn AC von Zeitgeist. Ich weiß jetzt nicht, ob Zeitgeist das so hergestellt hat oder ob das statt im Modell ist. Also, Hamburg U-Bahn, wie gesagt, mit dem Ding bin ich gefahren und ja, ich habe eins bei eBay Kleinanzeigen, das heißt jetzt nur noch Kleinanzeigen, dann auch gefunden. Also, um das geht es. Es geht hier um den DT2.5. Spannung geht weiter. Soll dann vierteilig sein. Ja. Da steht er. Den werden wir uns jetzt mal ganz in Ruhe angucken. Ich glaube, ich habe noch nie so lange gebraucht, ein Video zu drehen, weil ich war gerade erst beim Auspacken etwas geplättet aufgrund der Detaillierung. Also es stimmt hier wirklich, wirklich alles. Ich habe ihn auch schon eben drauf gehabt, weil das Ding doch sehr viele Funktionen hat. Also die Türen hier unten, die Bedruckung, das passt alles sehr schön. Der Motorwagen, den haben wir eben gesehen, der Motor sitzt hier vorne drin. Tut der Liebe keinen Abbruch, dass er jetzt nicht unten eingebaut ist, aber wie gesagt, dafür ist es halt eben auch ein Modell, was nicht jeder hat, beziehungsweise ist eine Kleinstserie. Ja, kurzum, das, was ich jetzt hier schon außen zeige, ich zeige auch gleich mal die Aufnahmen Ihnen, wenn das mal namhafte Modellbahnhersteller mal genauso hinkriegen könnten, in der Präzision und eigentlich auch mit dem Originalpreis, wie der hier angeboten ist, wie gesagt, die Quittung lag dabei, 450 Euro, Original habe ich jetzt nicht bezahlt, aber ja, da braucht man nichts zu sagen hier mit dieser Doppeltraktion, einer motorisiert, einer nicht. Wie gesagt, bin eben hier dran vorbeigefahren. Man kann, ja, das Ding ist so wie es ist. Ich fange vielleicht vorne nochmal mit diesen kleinen Spezialitäten letztendlich auch mal an. Hier vorne haben wir die Lampen, die funktionieren auch, das habe ich wie gesagt schon ausprobiert, sehen wir gleich im Video bei der Funktionskontrolle nochmal. Von unten, ich drehe mal um, das ist jetzt der Motorwagen. Hier sind sehr viele Kabel drin. Okay, das würde jetzt namhafter Modellbahnhersteller wahrscheinlich ein bisschen anders lösen hier mit den ganzen Kabeln. Ich hoffe, dass er durch die Kurven kommt. Also er hakelt ein bisschen, aber ich denke, dadurch, dass die Wagen sehr kurz sind, sollte es funktionieren. Ansonsten muss ich da halt eben nochmal nachjustieren und nachgucken, wie ich die Kabel da einen Ticken anders verlegen kann. Wie gesagt, bei mir wird das Ding auf jeden Fall fahren. Solide aufgebaut.
Ja, hier nochmal von der anderen Seite. Ich kann ja auch gleich mal umdrehen, aber nehmen wir mal jetzt den unmotorisierten Beiwagen. Ist genauso schön ausgestaltet. Der Wagen hat zwei Decoder drin, das kann ich jetzt schon mal verraten. Hat sich auch sofort angemeldet, also MFX-Decoder. Ich vermute mal, da werden die von ESO drin sein. Auch hier das gleiche Spiel, saubere Verarbeitung und auch hier an den Türen, genauso wie es ist, mit diesem silbernen Streifen. Also da ist, ja, da kann man überhaupt nichts zu sagen, also nichts meckern. Das ist genial. Ja, er ist aus Plastik, er ist etwas leicht, aber ich denke, der Motor wird es wegziehen. Schauen wir gleich mal. Und ja, wie gesagt, so sieht das gute Stück von oben aus. Ich mache erstmal einen Schnitt und dann gucken wir uns dann mal die Frontale an. Und dann gibt es auch noch so bei den Zuristeilen auch so kleine Kleinigkeiten, wo ich auch so denke, yo, habe ich so ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Ist wahrscheinlich, ja, können sich namhafte Leute einfach was abschneiden. Hier ein Blick in die Frontale, typisches Logo Hamburger Hochbahn AG. So wie ich sie auch kenne, und ich bin die Dinger auch mit Rot gefahren, heute haben sie eine andere Front bekommen, die sind mal modernisiert worden, die Wagen. Zurüstteile haben wir auch dabei, das heißt, die beiden Wagen müssen ja gekuppelt werden und ich zeige jetzt einfach mal eine Kupplung hier vorne in der Kamera und ihr seht, selbst das hier vorne ist bedruckt, das habe ich so ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also, liebe Grüße an Rocco Fleischmann, MacLean und Co. Ja, kann man auch machen. Was ist sonst noch zu sagen? Optisch, finde ich, sind sie sehr gut gelungen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Auch wenn man zwischen den Wagen guckt, ich gebe den mal so ein bisschen beiseite, sind einmal hier diese Lüftungsschlitze, hier sind auch sehr schön eingearbeitet. Das sind halt eben auch so die typischen Merkmale dieser Wagen. GT2.5. Und ja, jetzt bin ich auch schon mal gespannt, euch dann auch zu zeigen, was das Ding für Funktionen hat. Werde ihn dann zusammensetzen. Ein kleines Manko habe ich allerdings gefunden. Das ist hier nicht im Motorwagen. Das ist hier in dem Beiwagen, also in dem unmotorisierten Wagen. Hier seht ihr, das Kabel ist nicht sauber verlegt. Aber meine Güte, das werde ich nachziehen. Bei mir kommen da dann eh die Figuren rein. Ich denke, ich werde ihn jetzt erstmal auf den Testkreis fahren. Dann gucken wir mal nach, wie schnell das Ding ist, was für Funktionen das Teil hat. Und dann denke ich, werde ich dann auch schon mal den Wagenkasten mal anheben. Schauen wir uns mal das Innere an. Gleichzeitig kommen dann die Figuren rein. Dann lasse ich das Ganze mal wieder 24 Stunden ausdünsten, so wie ihr es von mir kennt. Und dann denke ich, mache ich das Video auch weiter. Kriegt ihr natürlich nicht mit. Ich schneide das. Ich lasse nicht 24 Stunden durchlaufen. Und dann denke ich, kommt das Ding auf meine Anlage drauf. Und ich bin schon tierisch gespannt, wie sich der in meinen U-Bahn-Bahnhöfen dann auch macht. Ich habe es euch ein bisschen abgedunkelt. Fangen wir mit den Funktionen an. Also, na, kommt schon. Licht an, Fahrtrichtung wechseln, denke ich, ist soweit klar. Standard sage ich. Dann haben wir Betriebsgeräusche ohne Ende. Signalhorn. Müsste ich jetzt quasi lügen, ob das dann auch wirklich so gewesen ist, dass entzog sich meiner Erinnerung, weil ja im U-Bahn-Tunnel hat man den relativ wenig gebraucht. Dann kann man die Stirnseiten jeweils einzeln verdunkeln. Dann haben wir eine Führerstandsbeleuchtung, die entsprechend dann auch mit der Fahrtrichtung wechselnd ist. Dann kommen wir zur Innenbeleuchtung und da seht ihr, es flackert auch schon schön. Ja, jetzt mache ich einen kleinen Schnitt, dann gucken wir uns schon mal das Innere an. Ich habe jetzt mal die Weitereinstellung gewählt, ohne den jetzt großartig aufzumachen. Ja, ihr seht richtig, das ist wirklich der Plan von Hamburg, wo dann die U-Bahn langfahren, also der ÖPNV-Plan. Dann haben wir eine mehrfarbige Inneneinrichtung und das Gelb finde ich auch ist genial getroffen von den Türen, sieht man jetzt hier hinten, also in der gegengesetzten Tür. Auch dieser kleine Spalt hier, den gibt es wirklich, also ja, ob der jetzt gewollt ist oder nicht in dem Modell, er ist da und es ist, weiß ich nicht, optisch macht das Modell einfach nur Laune. Auch die Sitze sind hier sehr gut gelungen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich eine andere Einstellung finde, wo man auch diese Sitzwölbung sieht, diese Plastiksessel, die man da ja drin hatte. Also was heißt hier hatte? Also hatte immer noch diese Sessel. Also was heißt hatte? Hat immer noch diese Sessel und man sieht hier diese kleinen Wölbungen hier vorne da. Also das ist einfach nur genial getroffen. Auch solche Kleinigkeiten hier fallen nicht großartig auf. Also ich musste lange gucken, wo denn hier überhaupt die ganzen Leitungen nach oben gehen, oben in die Platine rein. Also das geht hier. Ich mache nochmal das Licht aus. Es flackert auch so ein bisschen wie quasi diese Neonlampe. Das passt schon gut. Also bei mir muss das jetzt nicht alles irgendwie einzeln flackern. Also für das Modell, denke ich, ist das hier schon völlig ausreichend. Jo,
Dann gehen wir mal ein bisschen zu den Soundfunktionen übrig, oder nee, wir bleiben noch mal kurz bei den Lichtfunktionen. Dazu muss ich wieder eine kleine Einstellung ändern. Also bleibt dran. Na, gönnen wir dem Fahrer mal ein bisschen Licht in seiner Kabine. Ja, ihr seht hier auch richtig, dieses kleine runde Ding ist das Mikrofon. Ja, es ist dargestellt. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist drin. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier vorne die kleinen Lämpchen dort auch ankriege. Oh, der Kompressor springt auch an. Also ein bisschen Zufallston haben wir auch drin. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also dann hatte ich mir doch nicht drauf. So, machen wir mal die Türen auf. Und ja, ihr habt gesehen, das blaue die blaue Lampe ist an, nicht nur die. Also ich habe es auch noch auf der anderen Seite. Da ist sie auch an, sieht man jetzt nicht. Und am Wagenende natürlich auch. Also das heißt, die Dinger gehen ebenfalls an und aus. Blaues Licht heißt, Türen sind auf, Türen sind entriegelt. Blaues Licht aus heißt, Türen sind verriegelt. Und dann machen wir das Ganze mit der gelben Lampe auch noch. Das heißt, wenn einer mal meint, irgendwo die Notbremse ziehen zu müssen, dann haben wir dann auch entsprechend die kleine rote oder orange Lampe, was das ist, an. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt zusammen angehen. Ja, ich weiß, ich fange schon wieder an, das Modell zu ärgern, aber naja, ein bisschen Spielkram muss dazu sein. Also wenn wir jetzt noch die Türen öffnen, ja, auch beide könnten hier an sein. Jetzt muss ich lügen. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, dass wenn einer also die Notbremse zieht, ob das Licht dann verdunkelt wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ist. Warum sollten die das hier dann entsprechend nicht nachbilden bei so einem Modell? Also, das soweit zum Thema Licht. Doch, eine Sache haben wir noch zum Thema Licht. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt einfach mal den Wagen anhebe und wir fahren mal an. Und dann achtet mal bitte unten auf den Zug. Und wenn er in die Station reinfährt, ich hoffe, dass man das richtig sehen kann. Ah, eben hat er geblinkt, also eben blitzte das hier unten auf. Das sollte wohl dann diese Kontakte simulieren. Das ist ja letztendlich eine U-Bahn, die ja an der Seite die Stromschiene hat. Und selbst das ist nachgestellt. Ich glaube, da habe ich auch eine Taste für gefunden noch. Nee, nicht hier, sondern ich glaube, das müssten die hier sein. Da unten. Also, wie gesagt, auch das kann blinken. Ist auch ein bisschen zufallsmäßig. Ja, das Modell, denke ich, macht jetzt schon auf dem Testkreis Spaß. Gehen wir die Soundfunktion eben dann doch mal durch, jetzt wo wir dabei sind. Wie gesagt, Fahrgeräusch habt ihr ja schon gehört. So, wo soll ich noch anfangen? Also fangen wir mal mit den ganzen Durchsagen an, die wir haben. Also die Sounds sind alle einzeln abrufbar. Also da gibt es jetzt nicht wie bei MacLean nur eine Reihenfolge, das vorwärts, rückwärts fahren, sondern da kommt immer das gleiche. Ist wirklich nichts, also stört mich nicht. Den finde ich cool. Das ist genau dieses Schepprige, was man immer in den U-Bahn-Stationen auch hört. Zuckbremse. Haben wir Kuppelgeräusch noch? Okay, Schneckengang werde ich jetzt nicht zeigen. Dann können wir noch auf Knopfdruck den ganzen Sound auch leiser machen. Finde ich jetzt aber, tut nichts zur Sache. Dann haben wir noch dieses Kurvenquietschen, das kann ich gleich mal zeigen. Das machen wir ein bisschen klarer. Ja, das war so nach dem Dom. So, bitte alle aussteigen, wirklich alle aussteigen, damit auch der Besoffene in der letzten Bank das noch mitkriegt. Nee, nicht mehr einsteigen. Also, das ist auch so typisch, wenn die da mal so richtig sauer sind, die U-Bahn-Fahrer, weil sie los wollen und einer will da noch rein. Also, ja, passt. Okay, was fehlt jetzt noch? Die Testfahrt fehlt jetzt definitiv noch. Ich bin mal gespannt, wie schnell das Teil fährt, ob es betriebssicher fährt. Weil er scheint mir doch ein bisschen leicht zu sein, aber schauen wir mal. Ich denke, das kriegt man eventuell mit ein, zwei Gewichten dann auch noch geregelt. Dann ja, aufmachen. Garantie ist ja nicht mehr drauf, glaube ich. Also, wie gesagt, Zeitgeist hat, wie ich das richtig verstanden habe, leider den Geist aufgegeben. Also ist insolvent. Also wird man da, glaube ich, sehr schwierig ha oder Schwierigkeiten haben, da noch die Regressansprüche zu stellen. Ist mir aber auch irgendwie Latte, auch wenn das Modell es nicht mehr so sauber tun sollte, dann denke ich. Für die Vitrine und allein schon bei den ganzen Lichtfunktionen hier, das reicht schon aus, wenn das dann irgendwo sauber in der Vitrine steht. Aber wie gesagt, bei mir soll er fahren. So, jetzt sollen die Türen auch noch zugemacht werden. Der Kompressor hier rührt wieder rum.
Jo, Testfahrt, dann hänge ich den zweiten Wagen hinten dran, dann machen wir auch nochmal eine Testfahrt, mal sehen, ob der Motor stark genug ist. Dann kommen die Figuren rein und dann gibt es wie immer das Fahrvideo. Also ich habe mal, wenn ich die U-Bahn so auf 60, 70 Stundenkilometer bringe, reicht das völlig aus. Okay, laut meiner Messung läuft sie 124. Das ist schon ein bisschen sportlich. 126 in die eine. Da habt ihr jetzt eben ein bisschen blitzen sehen, glaube ich. Also das ist kommt auch immer zufällig. Gerade auch in dem Bereich, wo sie dann auch langsamer wird. Auch das Geräusch, das passt einfach, das Fahrgeräusch. Ich höre schon, der Motor ist nicht sauber eingestellt. Das kann man ein bisschen hören. Mal gucken, ob ich den noch nachjustiert kriege. Der jault ein bisschen in einer höheren Stufe, aber so schnell wollte ich eh nicht fahren. Dann das Quietschen. Also dieses Rrrr kann man auch noch dazu schalten. Das kennt man, wie gesagt, aus der Kurve. Gerade wenn die U-Bahn dann, ich sag mal, Rathaus rausfährt Richtung Rödingsmarkt rauf. Da hat sie ja ein ziemlich steiles Stück letztendlich zu überwinden. Ja. Fahreigenschaften finde ich gar nicht so verkehrt. Das, was ich leider noch nicht gefunden habe, ist, dass man die Anfahrts- und Bremsverzögerung ausschalten kann. Jo. Spielt aber, denke ich, auch keine Rolle. Finde ich irgendwie schon die Taste. Also ja. Nur zur Information, die beiden Wagen sind jetzt zusammen und ja, wenn ich jetzt jeweils die eine Seite wieder zuschalte, ihr seht, dann geht auch oben das Licht hier mit an und aus. Es ist nicht mit der Innenbeleuchtung gekoppelt, es ist wirklich ein separater Digitalausgang. Die eine Seite, die andere Seite auch. Also das heißt, jetzt sieht man hier unten, dass die roten Lampen an sind. Das heißt wirklich hier sauberste Arbeit. Es ist saueng gekuppelt, muss ich sagen. Also es ist wie realistisch, wie dicht die Wagen beisammen sind. Also, ja, nach wie vor immer noch schwer begeistert. So, jetzt aber ab damit auf die Strecke. Und dann schauen wir uns mal an, wie schnell der jetzt im Verbund ist. Er hält nach wie vor weiter seine 124. Und ich denke andersrum genauso. Das probieren wir jetzt auch nochmal aus. Na, ist auch ein bisschen langsamer geworden, 100, aber wie gesagt, ich denke, ich könnte so 60 fahren. Die Fahrgäste haben nun Einzug erhalten. Wie gesagt, sehr leicht gebaut, sehr filigran gebaut. Also das Chassis hier unten besteht aus zwei Teilen. Einmal unten das aus Plastik gehalten, ja, der Untergrund. Dann kommen die Sitzreihen, die Inneneinrichtung dazu, zweifarbig gehalten, also auch von dem von der Farbgebung her passt das alles sehr gut. Selbst hier in den Türen, die Halter, die dort wirklich drin sind, die sind hier auch nachgebildet. Werfen wir mal nochmal einen Blick in das Fahrzeuginnere, also in den Wagenkasten. Hier haben wir die zwei Pläne, das passt. Das ist auch das Hamburger U-Bahn-System bzw. S- und U-Bahn-System. Wobei, ich muss jetzt gerade mal gucken. Oh, oh, da sehe ich doch einen klitzekleinen Fehler. Der ist richtig. Und der ist seitenverkehrt. Cool. Naja, Kleinigkeit gefunden. Da, der lebt falsch rum drin. Mal gucken, wie das hier aussieht. Der ist richtig und der ist auch falsch rum drin. Oh Jungs. Naja, fällt aber nicht auf. Das lassen wir jetzt mal. Also, ein richtig, ein falsch rum. Naja, auch noch nicht gehabt. Zuristalle sind drauf. Die kleinen Lautsprecher hier oben und
Was ich sehr, sehr, sehr schön gefunden habe und was das ganze Modell auch irgendwie aufwertet, obwohl es aus Plastik ist, auch sehr leicht ist. Also wie gesagt, ich hoffe, dass ich im Fahrbetrieb keine Probleme habe. So, jetzt muss ich mal die Kamera hier ein bisschen wackeln. Das ist eigentlich dieses wunderschön gestaltete Zusatzheft, wo eine Menge, Menge Informationen drin sind über den Zug, also über diesen DT 2.5. Sind super bebildert, hochwertiger Druck, also da haben sich die Jungs wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ja, und ich hoffe, dass dieses hochwertige Buch auch letztendlich auch ein Hinweis darüber ist, dass das Fahrverhalten auch auf der Anlage entsprechend ist. Und wenn nicht, also ich erwarte, wie gesagt, ich habe reingeguckt, es ist sehr leicht, ich erwarte Probleme. Mal gucken, wie ich das dann umgehen kann, ob ich noch Gewichte zusetze oder nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn für alle, die jetzt hier aufhören wollen, die kein Fahrvideo sehen wollen, nicht das Gefluche sehen wollen, dass es da nicht funktioniert oder vielleicht doch noch funktioniert. Ich weiß es wie gesagt nicht. Also, ich mache ja die Videos einfach so hintereinander weg, ohne mir großartig Gedanken zu machen, was dann als nächstes kommt und ob das nächste funktioniert. Ja, ist mein Stil, ist auch vom ja, Zeit-Nutzen-Aufwand so verträglich, als wenn ich mich dann noch stundenlang hinsetze und das alles noch schneide. Ich versuche das direkt ad hoc zu machen. Ja, das ist vielleicht nochmal so zum Hintergrund, wie ich meine Videos mache. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche allen viel Spaß, die jetzt hier aufhören wollen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne Likes da, Kommentare da. Und ja, ihr habt eben gerade gehört, ich werde jetzt gerade zum Frühstück gerufen. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu laut, aber ist auch egal. Und ja, für alle, die jetzt hier aufhören wollen, dann guten Morgen, guten Abend oder guten Mittag, wann auch immer ihr mir zugeguckt habt. Tschüss, euer Mattes. Also was ihr eben gerade gesehen habt, das Ding fährt halt eben nur zweiteilig gerade. Ich habe es mir halt eben schon gedacht, dass es sehr leicht ist und dass der Motor es nicht schafft, die vier Wagen hier rauf und runter zu ziehen. Werde ich mir noch was ausdenken müssen. Vielleicht kriege ich noch ein paar Ersatzteile. Plan ist, dass ich in den unmotorisierten Wagen noch einen Motor reinpacke. Dann sollte es klappen. Ja, ansonsten fährt er halt eben zweiteilig und dann bleibt halt eben der andere U-Bahn-Teil auf dem Abstellgleis erstmal stehen, was eigentlich prinzipiell schade ist, weil vierteilig macht das Ding halt eben schon ein bisschen mehr her. So, lange Rede, kurzer Sinn. Gucken wir uns den Zug eben noch mal ein bisschen an. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Leider gibt es auch mal mit dem Decoder noch ein paar Probleme. Ja, es ist ein Kampf, ein bisschen jetzt die Videos zu drehen. Der Decoder verliert auch immer ständig die Verbindung. Das heißt, der MFX meldet sich immer neu an.